Hier ist für euch die beste Klasse Deutschlands. Wer sichert sich das letzte Ticket für das große Superfinale? Aus Erfurt, jetzt mit Clarissa und Tobi. Stunden wird das Superfinale losgehen. Morgen früh um 10 im Ersten freuen wir uns auch auf richtig, richtig coole Gäste, nämlich Marti Fischer wird bei uns sein, oh, Bürger Lars Dietrich, Lisa und Lena in Action und the one and only Nico Santos. Oh ja, oh ja. Aber natürlich nicht nur die, wir freuen uns auch jetzt schon sehr auf die drei Klassen, die im Superfinale schon dabei sind. Das sind die Klassen aus Mannheim, aus St. Louis und aus Hamburg. Und jetzt fragt ihr vielleicht, hä, was sind doch immer vier Klassen? Klar sind es vier, deswegen sind wir ja heute hier, spielen unsere letzte Wochenshow. Denn eine der vier Klassen, die heute jetzt gerade hier in diesem Studio sitzt, löst heute Abend noch das Ticket zum Superfinale 2021. Yes, das ist es. Das allerletzte Ticket im Superfinale. Darum geht's heute und alle Klassen möchten es natürlich haben, aber nur eine kann es heute hier gewinnen. Wer hat Bock auf Superfinale? Spitze, ey. Spitze, spitze. Ja. Vier sehr gut gelaunte Klassen, das gefällt mir außerordentlich gut. Aber wir lernen euch jetzt mal ein bisschen besser kennen. Vier Klassen sind heute hier. Mit zwei fangen wir jetzt mal an. Wir beginnen auf dieser Seite, traditionell schon fast. Und das sind heute die Klassen aus Nürnberg und Weimar, Team Lila und Team Gelb. Die achte Klasse des Goethe-Gymnasiums aus Weimar in Thüringen. In der ersten Reihe für Sie, Lynn. Sie hat ein Herz für Tiere und ist ein wahres Organisationstalent. Und Jonathan, der Faktenchecker, will beim Klettern hoch hinaus. Und sie treten an gegen die 8. Klasse des Dürer-Gymnasiums aus Nürnberg in Bayern. Für sie kämpfen Jonathan. Physik macht ihm genauso viel Spaß wie Leichtathletik. Und Elisabeth. Beim Handball- und Klavierspielen ist sie voll in ihrem Element. Jonathan und Elisabeth für das Team aus Nürnberg. Geht's euch gut? Ja. Ja, Busfahrt war anstrengend, aber ist okay. Und gab's irgendwas Spannendes auf der Busfahrt? Gab's irgendwelche Pärchen, die sich gebildet haben oder so? Nö, wir waren nur einmal kurz bei einer Toilette Pause machen und sonst was. Na, Gott sei Dank. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr es hierher geschafft habt. Und ich habe etwas entdeckt bei euch in der Klasse. Etwas sehr, sehr Flauschiges und Niedliches. Wer ist das denn? Ursula. Ursula? Ursula, ist das euer Glücksbringer? Ja. Ja? Zeig doch mal Ursula. Und großen Applaus für Ursula, großartig. Mal schauen, ob Ursula hier heute auch für die richtigen Antworten abstimmt. Ne, Ursula, gut aufpassen, auch bei dir. Dann gehen wir mal noch hier rüber zu euch. Jonathan 2 quasi und Lynn aus Weimar. Geht's euch gut? Ja. Ja. Wie fühlt ihr euch, Lynn? Super. Ja? Wie kommt es denn, dass ihr jetzt in der ersten Reihe seid, Jonathan? Erzähl mal. Nun ja, also wir sind sozusagen die Universalgelehrten, sage ich mal, aus unserer Klasse. Sehr gutes Allgemeinwissen natürlich und wir können Gelerntes auch sehr gut wiedergeben. Und ihr feuert euer Team hier ordentlich an, oder? Sehr gut, ich find's gut. Super. Freue mich sehr, dass ihr da seid. Mensch. Ganz schön was los hier bei den beiden Teams. Ja, in der Tat. In der Tat. Aber es gibt ja auch noch zwei weitere Teams, die hier unbedingt das Ticket ins Superfinale haben möchten. Und die möchten wir auch kennenlernen. Das ist Team Pink aus Hildesheim und Team Blau aus Frankfurt.
Die 8. Klasse des Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums aus Frankfurt am Main in Hessen. Für Sie spielen in der ersten Reihe Björn. Wenn er nicht gerade um die Welt reist, ist er auf dem Tennisplatz zu finden. Und Julius. Der Hundebesitzer bettelt sich gerne mit Björn beim Schachspiel. Ihre Gegner sind die 8. Klasse der Robert-Bosch-Gesamtschule aus Hildesheim in Niedersachsen. Und das ist ihre erste Reihe. Taylor, die E-Gitarristin der Schulband, ist auch auf dem Dancefloor zu Hause. Und Nikolas, er zockt nicht nur gerne am Bildschirm, sondern auch auf dem Badmintonfeld. Taylor und Nikolas und die Klasse aus Hildesheim. Habt ihr auch so gute Laune wie die da drüben? Habt ihr auch so gute Laune wie die da drüben? Sehr schön. Taylor, du hast mir vorhin schon kurz erzählt, du hast früher ganz viel getanzt. Jetzt bist du aber umgeschwenkt auf Fußball und spielst im Verein in einer Mädelsmannschaft. Ja. Erzähl mal, wie kommt das? Also ich habe früher getanzt. Und dann hat sich aber unsere Gruppe so ein bisschen aufgelöst. Und dann war ich bei einem Probetraining meines Bruders dabei und habe da so ein bisschen mitgespielt. Und dann wurde ich angesprochen, sag mal, spielst du eigentlich auch irgendwo in einem Verein? Habe ich gesagt, nee, ich habe getanzt früher. Und dann haben die gesagt, ja, dann komm doch mal zu uns vorbei. Bin ich da vorbeigekommen und seitdem spiele ich Fußball. Das war, glaube ich, vor 2,5 Jahren ungefähr. Und welche Position spielst du jetzt? Ich spiele Mittelfeld. Mittelfeld, das heißt, du verteilst die Bälle, holst sie von hinten, verteilst sie nach vorne und sorgst für Torchancen. Ja. Meinst du, das qualifiziert dich auch heute in der ersten Reihe zu sitzen? Auf jeden Fall. Toll, dass ihr da seid. Und unsere Jungs erste Reihe aus Frankfurt, Björn und Julius, haben wir ja gerade schon kurz gehört, ihr spielt Schach miteinander. Wie kommt denn das? Ist jetzt nicht die alltäglichste Sache. Ja, wir sind beide in der Schach AG und spielen schon beide sehr lang Schach. Mhm. Ja, und dann spielen wir halt sehr oft Schach gegeneinander. Okay. Und jetzt sitzt ihr hier, seid ihr aufgeregt, habt ihr Bock? Wie ist so der Zustand gerade? Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch. Ein bisschen Bock hast du auch. Sehr gut. Wir drücken auch euch die Daumen. Toll, dass ihr da seid, Team aus Frankfurt, Team Blau. Und damit beginnen wir unsere letzte Wochenshow. Sodele. Ja. Sodele. Meine erste Frage an euch zu Hause, aber vor allem auch an die Kandidatinnen und Kandidaten hier im Studio ist, wie sieht Batik eigentlich aus? Hier kommt die erste Frage. Momentan sind T-Shirts im Batik-Look ziemlich angesagt, aber wie sieht dieser Style eigentlich aus? So, vielleicht, wie A. Oder so, wie B. Mhm. Oder ist Batik vielleicht sowas wie C? 10 Sekunden Zeit läuft ab jetzt. 10 Sekunden, in denen ihr auf jeden Fall die Antworten einloggen müsst. Punkte gibt es nur, wenn sich die erste Reihe richtig entscheidet. Ansonsten zählt auch, was die Klasse abstimmt. Zeit vorbei. Heidenei. Ja. Uiuiui, da sind sich aber auch alle wirklich einig. Ja, alle sagen A, ne? Das erste Bild, die erste Abbildung. Ja. Genau. Batik kommt aus Indonesien und wird tatsächlich so gemacht, dass man Gummibänder oder Schnüre oder was auch immer um das Kleidungsstück wickelt und es dann in Farbe tunkt. Seit neuestem kann man das auch aufsprühen. Aber A ist richtig, dann entstehen nämlich diese Kreise, die aussehen wie Batik-Look. A ist richtig, Punkte für alle Klassen. Bis zu 20 Punkte sind möglich pro Runde. Jetzt sind wir gespannt, wie ihr abgestimmt habt, wie viele Leute in der Klasse das wussten. Wir gucken auf den Punktestand. Unser Team Pink aus Hildesheim hat sich gerade 17 Punkte erspielt. Sehr 15 gut. Punkte für Team Frankfurt, die Team Blau sind. Ganze 20 Punkte gehen an das Team aus Weimar, Team Gelb. Und 13 Punkte für unsere Nürnberger Team Lila. Richtig gut. Sehr, sehr gute erste Runde. Alle ordentlich abgesahnt. Und es gibt noch eine tolle Neuigkeit. Ab jetzt ist euer Booster aktiviert. Der Booster ist ein Verdopplungsjoker. Wenn ihr sagt, einmal in der Sendung habt ihr dafür Zeit zu sagen, hey, das weiß ich auf jeden Fall und meine Klasse sowieso, da können wir richtig absahen. Björn, zeig mal, wie das aussieht, wenn du boosterst. Jawohl. Dann erklingt das.
Und dann wisst ihr, okay, jetzt müssen wir uns richtig anstrengen, denn unsere Punkte zählen doppelt. Cool. Vielleicht ist ja auch schon das Experiment etwas zum Boostern. Hier ist Tobi mit einem tollen Experiment. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, was also hast du hier mitgebracht? Ich habe heute ein Experiment, das wirklich jeder zu Hause nachmachen kann. Denn wenn ihr einen ganz normalen Tischtennisball per Schnur mit so einem Stock verbindet und den so hin und her pendelt, ist es noch nichts Besonderes. Wenn ich ihn dann aber in die Nähe eines Wasserstrahls führe, dann passiert etwas. Und was dann genau passiert, das sollt ihr mir jetzt beantworten. Hier kommt zu diesem Experiment die Frage. Wenn der pendelnde Tischtennisball den Wasserstrahl berührt, dann A. Kreist der Ball so um den Wasserstrahl herum. Oder B. Wird der Ball im Wasserstrahl quasi festgehalten. Oder C. Wandert der Ball im Wasserstrahl nach oben. Das ist die Frage. 10 Sekunden habt ihr Zeit, euch das zu überlegen. Die laufen ab jetzt. Dich vielleicht hypnotisieren? Nein. Nein. Ein Augen bitte. Sehr gut. Wasser. Marsch. Wow. Das funktioniert wirklich immer wieder sehr gut. Ich pendle meinen Tischtennisball vorsichtig hin und her. Und jetzt passt auf, was passiert, wenn er in den Wasserstrahl kommt. Achtung. Zack. Er wird tatsächlich vom Wasserstrahl, ihr seht es jetzt, wenn ich den Hahn bewege, festgehalten. Richtig ist Antwort B. Zack, zack, zack. So sieht das Ganze aus. Wasserstopp. Ja, und der Grund dafür ist ganz einfach. Es gibt zwei Phänomene, die dabei eine Rolle spielen und die haben immer mit Unterdruck zu tun. Wenn der Wasserstrahl einfach so aus dem Wasserhahn herausströmt, dann erzeugt es einen Unterdruck in der Luft, in der Umgebung drumherum. Das sorgt dafür, dass der Ball so reingesogen wird. Der Unterdruck, der innerhalb des Wasserstrahls besteht, weil das Wasser plötzlich um den Ball herumfließen muss, das ist der zweite Unterdruck, der dafür sorgt, dass der Ball stabil festgehalten wird und sogar eben mitwandert, wenn ich den Wasserhahn vorsichtig nach links und rechts bewege. Sehr, sehr cool. Teller und Nikolas Team Pink haben sich richtig entschieden für B. Und auch Lynn und Jonathan aus Weimar haben sich richtig entschieden und immerhin 8 Punkte bei Team Pink und 6 Punkte bei Team Gelb ergattert. Super, super. So, das war unsere zweite Spielrunde. Deshalb gucken wir einmal auf den Gesamtpunktestand. Was hat sich nach 2 Runden schon auf euren Konten angesammelt? Wir haben bei Team Pink ganze 25 Punkte in Hildesheim. 15 Punkte sind bei unserem blauen Team aus Frankfurt. 26 gehen ans Team Gelb aus Weimar. Und 13 Punkte an unser Team aus Nürnberg. Es gibt noch eine ganze Menge Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr jetzt gerade hinten, vorne, wie auch immer liegt. Wir spielen noch eine ganze Menge Runden. Ja, wir kommen jetzt aber zu einem Sport, yes, der es wirklich in sich hat. Aber wir haben bei der besten Klasse Deutschlands haben wir wirklich ganz mutige und ganz tolle Außenreporterinnen. Hier sind Lisa und Lena in Action. Oh, ich habe mir das irgendwie ein bisschen leichter vorgestellt. Ich mir auch. Denkst du, man kann darauf tanzen? Keine Ahnung. Aber wir sind ja auch nicht zum Tanzen hier verabredet. Wir sind hier fürs Roller Derby. Das ist ein Mannschaftssport, bei dem man auf Rollschuhen fährt. Und wir sind mit ein paar Mädels verabredet. Was auf uns zukommt, keine Ahnung. Aber wir sind mal gespannt. Wirklich kein einfacher Sport, nichts für Weicheier, da geht es ganz schön zur Sache. Und deshalb auch die Frage an euch. Roller Derby,
ist ein harter Vollkontaktsport. Und deshalb schützen sich die Spielerinnen unter anderem mit: Ist es A, einem Mundschutz, B, einer Gesichtsmaske oder C, einem Helm-Airbag? 10 Sekunden Zeit zu überlegen, was ist der beste Schutz? Laufen ab jetzt! Lockt eure Antworten ein. Noch 3, 2, 1 und 0. Wir haben zweimal Antwort A in Frankfurt und in Nürnberg und wir haben zweimal Antwort C in Weimar und in Hildesheim. Und Jonathan und Lynn, von euch möchte ich jetzt mal wissen, wie seid ihr auf C gekommen? Hat einer von euch schon mal Roller Derby gespielt? Also ich kenne es nicht und ich habe es auch noch nicht gespielt, aber uns kam jetzt C am logischsten vor, wenn man hinfällt, dass dann der Kopf noch mehr geschützt ist. Genau, deshalb sagst du so ein Helm-Airbag. Wie stellst du dir das genau vor? Ist das was anderes als ein normaler Helm? Naja, dass dann da noch so eine Luftblase vielleicht drüber aufgeht. Mhm. Also wir haben auch David, einer aus unserer Klasse, der hat sowas. Statt einen Helm hatte der hier wie so ein Gurt drum. Ja. Und das erkennt sozusagen, wenn das angeschaltet ist, ob du hinfällst. Und dann wird so ein Airbag aufgeblasen. Den hat er mal aus Versehen ausgelöst. Das sah ziemlich lustig aus auf jeden Fall. Ja. Und ja, ich denke, dass das sowas in der Art ist, weil Mundschutz ist eher hygienische Maßnahme und eine Gesichtsmaske müsste ziemlich dick sein und man muss ja auch was sehen. Okay, leuchtet mir alles total ein. Und wenn du sagst, es gibt diesen Helm-Airbag und du kennst das und das macht schnell, dass man sicher ist, dann weiß ich nicht, vielleicht stimmt es ja. Du, vielleicht. Am besten fragen wir einfach Lisa und Lena, die haben das nämlich ausprobiert. Bitte darum. Okay, okay. Oh. Hi. Herzlich willkommen bei den Ride Rollers Darmstadt. Wir spielen Roller Derby. Ihr kommt euch ja schon ziemlich nah. Ist es überhaupt erlaubt? Ja, das ist erlaubt. Roller Derby ist ein Vollkontaktsport, bei dem man mit der Schulter, mit dem ganzen Körper und mit der Hüfte seine Gegnerinnen wegblocken kann. Okay, das heißt, so funktioniert es, aber wie sammelt man Punkte, um zu gewinnen? Man gewinnt, indem man mehr Punkte als das gegnerische Team hat. Es sind immer 5 Spielerinnen pro Mannschaft. Eine, die Punkte macht, das ist die Jammerin, und 4 Blockerinnen. Die Jammerin eines jeden Teams macht durch Überrunden der gegnerischen anderen Spielerinnen, der Blockerinnen, Punkte. Und die Blockerinnen versuchen quasi, ihrer eigenen Punktemacherin zu helfen unter dem Einsatz von Vollkontakt und strategisch im Weg stehen. Das klingt aber irgendwie auch ein bisschen kompliziert. Also für Lena ist ein bisschen viel, das müsst ihr vielleicht nochmal erklären, damit sie es hinkriegt. Wir dürfen mittrainieren. Ja, klar. Für euch. Und habt ihr Lust? Mega. Ja. Also darf ich Lisa jetzt schon Nein. Umrechnen, oder? Nein. Dann braucht ihr die Jammerhauben, einmal für dich. Okay. Und den Mundschutz, den braucht ihr auch. Oh yes. Den behalte ich dann für privat auf. Stimmt, man muss einen Mundschutz tragen. Oben, ja. Oder? Über den Zahnarsch. Safety first. Das sieht schon dumm aus. Das sieht übel. Ja, ich find's gut aus. Aber dann würde ich sagen, ihr seid jetzt Jammerin. Mhm. Ihr macht jetzt die Punkte, indem ihr uns überrundet. Wir stellen uns auf und ihr versucht an uns vorbeizukommen. Los, Lena. Gleichzeitig. Gleichzeitig? Okay, 5 seconds. Jammerin kommt. Da. Du musst drin bleiben, Lena. Warst du schneller als ich? Ja, aber ich bin rausgefahren. Egal, ich habe es trotzdem geschafft. Hey, das mal, ich würde jetzt voll gerne bremsen, aber ich kann nicht. Jenna, komm. Ich hey, richtig gut. Okay, das war schon richtig cool. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Pause und ihr zeigt uns mal, wie es richtig geht, oder? Okay. Ja. Auf, auf. Innen.
war so krass. Auf drei. Ryan! Roland! Roland! Ryan! Roland! Ryan! Roland! Hip, ja, sich ordentlich rumgerempelt, aber ihr habt es gesehen, die richtige Antwort ist A, ein Mundschutz wird daher benötigt bei diesem Vollkontakt, damit man sich eben nicht verletzt, ähnlich wie beim Boxen oder so, und auch diesen Mundschutz hat. Richtig unbequem übrigens, ja. So ein Ding drin. Man kann gar nicht greifen. Ja, haben ja. Wir gar nicht gehört. Ja. Ja, Punkte gibt es für Frankfurt und für Nürnberg und das ist toll, denn die zwei hinten liegenden Teams, die ziehen wieder nach. Denkt dran, mit dem Booster wären es sogar doppelt so viele gewesen. Habt den immer so ein bisschen im Kopf. Wir kommen jetzt zu einer Runde, wo der Booster keine Rolle spielt, kurz. Denn wir spielen unser erstes Spiel. Zunächst einmal wollen wir aber herausfinden, welche beiden Teams in diesem ersten Spiel gegeneinander antreten. Und das verrät uns unser wunderbarer Vidi-Boden. Team Pink aus Hildesheim und Team Gelb aus Weimar. Setzt gerne eure Masken auf und stellt euch schon mal vor eure Pulte. Denn wir spielen die richtige Kombination. Und die richtige Kombination funktioniert folgendermaßen. Ihr begebt euch bitte, Clary und ich machen das vor, in die Mitte. Um euch herum sind diese komischen Gebilde mit verschiedenfarbigen Sechsecken. Und es ist immer ein Gebilde dabei, das in der Reihenfolge, in der Anordnung der Farben irgendwie anders hab's ist. Entdeckt. Und wenn ihr es entdeckt habt, dann rennt ihr dahin. Und wenn ihr richtig steht, macht's bling. Und dann geht ihr zurück in die Mitte. Und es kommen neue Gebilde. Es kommt immer auch noch eins dazu. Und das müsst ihr dann wieder neu finden. Genau, Teamwork ist gefragt, denn das Ganze geht auf Zeit. Jedes Team hat 60 Sekunden, um möglichst viele richtige, falsche Kombinationen zu entdecken. So ist es. Das Team, das vorne liegt, fängt an und das ist in diesem Fall Team Gelb Weimar. Stellt euch gerne in die Mitte. Und dann macht euch bereit, denn wir starten mit der ersten Runde die richtige Kombination. 60 Sekunden laufen, jetzt. Sprecht euch ab. Ja. Genau, Schnelligkeit ist wirklich wichtig. Zack, eins zurück. Habt ihr richtig. Schnell in die Mitte zurück. Und welches ist es jetzt? Das. Richtig. Richtig, zweiter Punkt. Sehr gut. Konzentriert euch. Wer findet es? Wo ist die Reihenfolge der Farben irgendwie anders? Das, sagt ihr? Nee, nein, das leider wär's nicht. Da drüben wär's gewesen. 30 Sekunden Zeit habt ihr noch. So, zwei Punkte sind schon auf eurem Konto. Jawohl, das drei jetzt, sehr gut. Es wird immer schwieriger, immer mehr kommen dazu, die man auschecken muss. 15 Sekunden noch. Das ist der vierte Punkt. Der vierte Punkt. Noch sieben Sekunden. Kriegt ihr noch eins? Schnell, schnell, schnell. Ist es richtig? Jawohl, das ist die vierte. Sehr gut. Und vorbei. Sehr, sehr gut. Fünf habt ihr entdeckt. Team Gelb geht mit 5 Punkten aus dem Spiel hervor. Jetzt ist die Frage, was unser Team aus Hildesheim drauf macht. Bitte, Taylor, Nikolas, ihr dürft in die Mitte gehen. Und ihr habt es jetzt gerade gesehen, wie es funktioniert. Konzentriert euch. Eure Zeit läuft jetzt. 6 so. Richtig. Falsche Kombination müsst genau. Ihr entdecken. Falsche, zack, richtig. Sehr gut. Ein Punkt. Das ging flott. Das ging schon mal sehr schnell. Ganz laut. Ihr müsst laut miteinander sprechen. Könnt ihr zumindest machen. 2 ja, Punkte. Sehr gut. Zweite. Sehr gut, sehr gut. Und. Ja, und Taylor sagt da. Dritter Punkt. Dritte, jawohl. Punkt. Ihr habt noch 34 Sekunden. Wo ist die und Farbreihenfolge? Mindestens anders? 3 müsst ihr noch schaffen, um. Na, das war's nicht, das war's nicht. Aber noch 23 Sekunden bleiben. Ihr habt noch eine echte Chance, Punkte zu machen. Jawohl! Ja, der vierte. Wo ist die Kombination anders? Ist das? Nein, nein, das war's nicht. Gegenüber ist gewesen. 3 Sekunden, schafft ihr es noch? Ah, und die Zeit ist aus. Das war knapp. Aber ihr dürft zurück zu eurem Pult. Das hat nicht ganz gereicht. Da hat das Team aus Weimar
mehr Kombinationen entdeckt. Und deshalb gehen 20 Punkte an Team Gelb. Spitzenmäßig. Gut. Sehr, sehr gut gespielt. Keine Sorge, Team Blau aus Frankfurt und Team Lila aus Nürnberg hat dann auch noch ein Spiel und die Möglichkeit auf 20 Extrapunkte. Wir kommen zu einer neuen Rubrik bei uns, die heißt Nicht nachmachen zu Hause oder in der Schule oder sonst irgendwo. Ist total eingängiger Name, kann man sich auch richtig gut merken. Coole Rubrik. Kurz gesagt, es ist Marti Fischer als Außenreporter für uns unterwegs. Bitte sehr. Hey Marti. Hi Marti. Das kann ja mal passieren. Klavi, Tobi, wie schön, dass ich in eurer Sendung sein darf. Ich freue mich nicht nur darüber, sondern auch darüber, dass ich hier an der krassesten Rennstrecke EU-West stehen darf. In Köln-Kalk, am Grand Prix de Köln-Kalk. Die Strecke ist abgesteckt mit diesen orange-weißen Dingern, die nennt man im Fachjargon Pylonen. Ja. Unsere drei Rennfahrer, die sind noch in ihrer Box, aber wir dürfen schon mal das Fahrzeug zeigen, indem sie gleich hier entlang preschen werden. Und das ist das hier. Modernste Technologie trifft auf extrem guten Geschmack. Und die drei werden aber mit verschiedenen Antrieben fahren. Der erste fährt mit Wasser. Der zweite wird mit Schaum fahren. In diesem Motor ist Schaum drin. Und hier haben wir Gas, also Kohlendioxid. Ergo CO2. Und wer am schnellsten sein wird, das wird hoffentlich schnell rausgefunden werden. Nicht wahr? Damit gebe ich zurück ins Studio. Das wollte ich schon immer mal sagen. Danke, Marti. Vielen, vielen Dank, Marti. So, hat er gut also, erklärt. Also, genau gesagt, ja. Genau gesagt hat Marti uns hier ein kleines Experiment mitgebracht. Denn ich möchte von euch genau jetzt wissen und auch ihr zu Hause könnt mitraten. Es geht natürlich darum, welcher Feuerlöschertyp entwickelt den größten Schub, sodass man damit im Tretauto die weiteste Strecke fahren kann. Das ist die Frage. Ist es, wie Marti gerade vorgestellt hat, A, der Feuerlöscher mit Wasser, B, der mit Schaum oder C, der mit Kohlendioxid? Welcher Feuerlöschertyp entwickelt den größten Schub, sodass man damit im Tretauto die weiteste Strecke fahren kann? 10 Sekunden Zeit laufen ab jetzt. Feuerlöscherantrieb, da wird geboostert bei unseren Kolleginnen und Kollegen aus Nürnberg. Sehr gut. Das finde ich spannend. Elisabeth und Jonathan, ihr habt sogar den Booster benutzt. Und ihr habt euch entschieden für B, also der Schaum. Wie seid ihr da drauf gekommen? Altfeuerlöscherschaum, also der, also die, man löscht ja auch Feuer mit, Feuer mit dem Löscher und der hat auch ordentlichen Druck, deswegen. Und Wasser denken wir jetzt nicht, weil das ist verhältnismäßig wenig da drin auch. Ja, und ja. Dann, ja. CO2 deswegen, habt ihr einfach ausgeschlossen? Weil ja, wir wussten nicht genau zwischen CO2 und Schaum und jetzt haben wir okay. Schaum und Tee. Okay, gut, dann sind wir mal gespannt, denn der Marti, der hat das natürlich auch ausprobiert. Ja, wir freuen uns auf die drei Rennfahrer und dieses spannende Rennen und geben zurück zu Marti. Marti Hamilton meldet sich zum Dienst. Wasser ist mein Sprit. Wollen wir doch mal sehen, wer hier das Rennen macht. Hä? Wow, das war das Atemberaubendste, was ich je erlebt habe.
Nur leider bin ich nicht gefahren. Also Wasser ist es schon mal nicht. Wasser. Ich bin Marty Verstappen. Und mein Antrieb ist Schaum. Ein Traum. Auch das war beeindruckend unbeeindruckend. Schaum. So ein Blödsinn. Das hier war jetzt wieder so langweilig, da hat sich selbst die Sonne wieder verzogen. Ich sage nur so viel. Wer wirklich ins Ziel kommen will, der muss den richtigen Treibstoff tanken. Und deswegen habe ich jetzt hier Gas, die Geheimwaffe. Ich meine, also natürlich Kohlendioxid, CO2. So, los geht's. Ich bin Martin Schumacher Junior und ich hol mir den Sieg. So sehen Sieger aus. CO2, Baby. Boom. Boom. CO2, Baby. Baby, da düst er los, der Marty. Und wir freuen uns auf ihn natürlich morgen früh live im Superfinale. Aber jetzt gesehen, die Antwort C ist richtig. Es ist Kohlendioxid. Und das sind wichtige, tolle, gute Punkte für Team Pink aus Hildesheim. 7 an der Zahl gehen auf das Konto von Team Pink. Genau. Richtig gut. Wir klären noch mal kurz, warum das mit dem CO2 am besten funktioniert hat. Es ist so, dass CO2 wir eigentlich in Gasform kennen. In diesem Feuerlöscher ist es allerdings flüssig und daher benötigt der Feuerlöscher mit CO2 viermal so viel Druck wie die anderen beiden Feuerlöscher. Und das ist eben dieser Druck, der dann Marty auch zum Starten gebracht hat. So ist es. Ja, es hat bestimmt Bock gemacht. Ich würde mich da auch draufsetzen. Ja. Jetzt sind wir leider nur im Studio, aber das macht ja nichts. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, was hier im Studio so auf den Punktekonten los ist. Der Gesamtpunktestand sieht aus wie folgt. 32 Punkte bei Team Pink aus Hildesheim. 23 Punkte bei unserem Team Blau aus Frankfurt. Es führt aber immer noch Team Gelb aus Weimar mit 46 Punkten. Team Lila hat 26 Punkte aus Nürnberg. Es ist noch einiges drin, denn es geht um wichtige Punkte, es geht um das letzte Ticket ins Superfinale und den Titel Die beste Klasse Deutschlands 2021. Aber nicht nur das. Ich weiß nicht, ob wir es heute schon gesagt haben. Nee, aber das Team, das beste Klasse Deutschlands wird, bekommt niegelnagelneue Tablets, und zwar für die gesamte Klasse, für jeden Einzelnen. Yes. Da lohnt es sich auf jeden Fall noch mal so ein bisschen hier Köpfchen einzuschalten. Wenn das mal kein Motivationsschub ist. Ja, für mich wäre es das. Für Marty vielleicht auch, da muss er kein CO2 mehr benutzen. Ja. So, wir machen weiter und wir kommen zur nächsten Frage. Und dafür möchte ich euch als erstes mal ein Foto zeigen. Das Foto seht ihr jetzt. Zack, da, da, da. Jetzt ist die Frage, was sind denn das für Leute? Genau das frage ich euch jetzt. Die nächste Frage. Die Leute auf dem Foto sind Fans A, der Marvel-Comic-Helden, B, der Eragon-Bücher oder C, des Videospiels Fortnite. Ihr habt 10 Sekunden Zeit, euch das zu überlegen. Ab jetzt. Eieiei. Da wurde geboostert direkt hier. Aber die Hildesheimer und die Frankfurter, du. Ja, wurde ordentlich geboostert. Björn Julius, da habt ihr gesagt, zack, das ist unsere Boosterfrage.
Und ihr sagt C, das Videospiel Fortnite. Wie kommt's? Habt ihr das gespielt oder? Ja, ja. Also viele aus unserer Klasse zocken gerne. Ja. Und das Spiel war, glaube ich, mal im Trend vor ein paar Jahren. Ich denke, das wissen ein paar. Okay. Es ist doch nicht nur Team Frankfurt, sondern alle Klassen haben sich für C entschieden. Und deshalb machen wir es kurz und knapp. Es sind 350 Millionen Leute auf dieser Welt, die angemeldet sind beim Videospiel Fortnite. Richtig ist C. So. Und mit den Booster-Punkten geht da ordentlich was aufs Konto. Mit dem Booster landet auf dem Konto von Team Hildesheim insgesamt 40 Punkte, weil es alle wussten. Und genau das Gleiche gilt auch für die Frankfurter. 40 Punkte bei euch. Ihr hattet recht, die ganze Klasse wusste Bescheid. 19 Punkte für Team Gelb aus Weimar und auch 19 Punkte für die Nürnberger Team Lila. Das ist gut. Hat ordentlich abgesahnt, alle Klassen hier auf jeden Fall. So. Ja, von den Superhelden aus den Videospielen kommen wir jetzt aber zu einer echten Superheldin. Sie ist die stärkste Frau Deutschlands und in ihrer Gewichtsklasse die zweitstärkste Frau der Welt. Mhm. Einen riesen Applaus bitte für Sandra Sunny Bradley. Hallo Sunny. Hi, schön, dass du da bist. Hi. Guten Tag. Ja, was hast du da für eine Kugel mitgebracht? Das nennt sich Atlasstein. Bei Wettkämpfen haben wir viele verschiedene Gewichte. Die müssen wir vom Boden hochheben auf dem Podest. Ist so, beim letzten Wettkampf hatte ich zwischen 60 und 150 Kilo. 10 Steine, ja genau. Warte mal, du nimmst 150 Kilo, hebst die so hoch und tust sie dann irgendwo ungefähr hin. Genau. Man nimmt die vom Boden, also man darf Baumharz zu Hilfe nehmen, rollt sich den auf den Schoß, greift um und dann auf 1,20 Meter ist die Standardhöhe, das ist ungefähr so Brusthöhe, muss man das hochheben, ja. Nicht schlecht. Und die Kugel, die du jetzt hier reingetragen hast, wie viel wiegt die so? So um die 60, 70 wiegt die, ja. Wahnsinn. Ja. 60, ja. 70 Kilo einfach so, ja, ja gut. Sag mal, wie bist du dazu gekommen? Also wann hast du gemerkt, dass du irgendwie das in dir hast, die stärkste Frau Deutschlands zu sein? Also ich habe mich ganz normal mit 16 im Fitnessstudio angemeldet, weil ich damals für den Polizeieinstellungstest trainiert habe. Mhm. Und damals gab es noch im Fernsehen auf Eurosport, DSF, da hat man es gesehen, LKWs ziehen, Atlassteine heben, World's Strongest Man. Stimmt. Ich fand das immer super faszinierend und dachte mir so, boah, wenn ich das als Frau mal machen könnte, das wäre so cool. Und habe mir das nie vorgestellt, dass ich das mal wirklich machen könnte. Habe dann durch Zufall bei einem CrossFit-Trainerschein die damals stärkste Frau Deutschland kennengelernt. Die hat mich zu einem Anfängerwettkampf eingeladen und der Rest war Geschichte. Geil. Von das habe ich weitergemacht und auch es, Frauen von jeder Gewichtsklasse, du kannst ganz klein anfangen. Toll. Gibt's für jeden, ja. Mega stark. Mega toll. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dankeschön. Ganz tolles Vorbild auch einfach. Danke. Ne? Zu sagen, ich werde jetzt die stärkste Frau Deutschlands. Toll, dass du da bist. Aber sag mal, du kannst doch auch, wenn du so 60, 70 Kilo Kugeln hier mal so eben reinträgst, dann kannst du bestimmt auch den Tobi heben, oder? Ja, bestimmt. Ja. 70 wiege ich nicht, bisschen weniger. Bisschen leichter, das muss man ausprobieren. Willst du mich wirklich hochheben? Ja, probier mal aus. Ja, genau. Ja, ist geil. Geh mal in die Mitte. Warte, ich mache mal hier. Fest mal hier. Ja, einfach so? Ja, so, genau. Ich nehme mich jetzt erstmal dann auf die Schulter. Okay. Warte, ich mache einen Moment. Oh Gott! Ja, hallo, Sunny Bradley. Heidenei. Ich bin nur sehr froh, dass du mich jetzt nicht für die Gewichtheber immer so vor dich geschmissen hast. Aus dem Boden, nein, das glaube ich nicht so gut. Du bist ja aber nicht einfach so hier. Du hast uns ja auch eine Frage mitgebracht. Genau. Folgendes. Welche Disziplin gehört zu den Klassikern bei Strong Woman Meisterschaften? Die Kugel haben wir gerade gesehen, aber was noch? A. Einen langen Baumstamm möglichst weit werfen. B. Einen riesigen Traktorreifen umstoßen und aufheben. Oder C. Ein extrem dickes Buch mit einem Ruck zerreißen. Was glaubt ihr, ist ein Klassiker bei diesen Wettbewerben? 10 Sekunden Zeit laufen ab jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Du bist auch gespannt, ne? Ich bin auch gespannt, ja. Ich bin gespannt. Ja. Aha, interessant, interessant. Vielleicht hat es die eine oder andere schon im Fernsehen gesehen. Vielleicht, auf jeden Fall wurde sich sehr einheitlich entschieden hier. Ja.
Total. Sunny, was ist es denn? Ich habe die Antwort mitgebracht und die befindet sich hinter der Wand. Wand auf, bitte! Jawohl, es ist der Traktorreifen. Sehr gut, sehr gut. Es sind wirklich die Traktorreifen. Das heißt, ihr alle seid richtig. Genau, macht man denn jetzt mit diesem Traktorreifen bei dem Strong-Woman-Wettbewerb? Genau, also meistens ist es so, dass du eine Strecke hast von 15 bis 20 Metern und die musst du dann so auf den Reifen flippen, also aufheben, umwerfen und über diese Strecke flippen und die schnellste Zeit gewinnt. Und was wiegt der Reifen da jetzt? Also mir wurde gesagt, der wiegt jetzt 150. Oh ja. Im Wettkampf haben wir dann meistens so zwischen 150 und 350 Kilo, je nach Klasse halt dann. Ich zeige euch einfach mal, wie es aussieht. Ja, also, ja, mach mal. Gerne. Alter, ja. Krass! Mann. So, Wahnsinn, sehr beeindruckend. Dankeschön. Toll. Toll, dass du da warst. Vielen Dank. Dankeschön. Beste Frau Deutschland. Ciao. Tschüss, Sunny. Ja, das gibt Punkte für euch alle. Wir gucken einmal, wie viel pro Klasse. Team Hildesheim, 18 Punkte. 18 yes. Punkte gehen auch nach Frankfurt. 17 für die Weimarer und 18 Punkte für Nürnberg. Sehr, sehr schön. Ihr seid alle richtig gut, muss ich mal sagen. Richtig gut. Und wir kommen auch schon zu unserem nächsten Spiel. Yes. Und ihr wisst schon, wer gerade nicht gespielt hat, der darf jetzt nach vorne treten. Unser Videoboden verrät es uns nochmal. Wir spielen Teams Nürnberg gegen Frankfurt. Sehr gut. Und dann tretet ihr bitte vor die Pulte, denn wir spielen mit euch The Missing Piece. The Missing Piece funktioniert ähnlich wie das erste Spiel. Ihr geht gemeinsam als Team in die Mitte und seht um euch herum diese bunt leuchtenden Felder. Aber es gibt immer ein Feld, das nicht leuchtet und weiß bleibt. Das müsst ihr finden, euch schnell zusammen draufstellen. Ding, das ist richtig, wieder in die Mitte und so weiter. So ist es. Ihr habt 60 Sekunden Zeit. Von Runde zu Runde wird es ein bisschen schwieriger. Die Felder werden mehr. Eins bleibt immer weiß. Ihr müsst dann da drauf. Wenn ihr es schafft, in 60 Sekunden mehr von diesen Missing Pieces, den weißen Feldern, zu besetzen, ihr müsst immer zu zweit draufrennen, dann gewinnt ihr 20 Punkte für euer Team. Blau hat mehr Punkte. Unsere Frankfurter fangen an. Björn, Julius, ihr dürft schon mal in die Mitte kommen. Eure 60 Sekunden starten jetzt. Bam. The Missing Piece. Wo bleibt's weiß? Müsst ihr... Und es geht um Geschwindigkeit. Seid schnell. Ein Punkt für euch. Sehr gut. Nächste Runde. Wo bleibt's weiß? Wo bleibt's weiß? Wo bleibt's weiß? Ihr habt euch entschieden. Jawohl. Sehr gut. Das zweiter Punkt. Ihr habt ein weiteres... Dritter Punkt. Sehr gut. In der Zeit 34 Sekunden habt ihr noch. Wo bleibt ein Feld weiß? Sehr gut. Punkt 4. Noch 25 Sekunden. Weiter geht's. Hier. Ein weiterer Punkt für euch. Das sind 5. Und das ist der 6. Ihr habt noch 10 Sekunden Zeit. Geht noch eins. Hier. 2, 1, 7. Zeit ist aus. Sehr gut. Hui, ordentlich vorgelegt. Jonathan, Elisabeth, ihr macht's genau richtig. Könnt schon in die Mitte kommen. Jetzt gilt es, einmal mehr so ein Missing Piece, so ein leeres Feld zu besetzen. Wir starten eure 60 Sekunden jetzt. Hier. Super, das ist das Tempo, das ihr braucht. 1, sehr gut. Ja, hier. Habt ihr es? 2. Jawohl, das ist der 2. Ach, sehr gut, in der Zeit 45. Hier. Aber denkt dran, die 7 gilt zu schlagen. 3. Punkt. Sehr gut. Ja, hier. Okay. Sehr gut. 4. Punkt, super. Ihr habt noch 30 Sekunden Zeit. 30 Sekunden Zeit für mindestens 4, um zu gewinnen. 5. Punkt. Jawohl, das ist der 6. Punkt.
Es bleiben euch 10 Sekunden. Jetzt wird's richtig knapp. Jetzt wird's ganz eng. Eine braucht ihr aber noch. 5, 4, 3, 2, 1. Der gilt noch. Der gilt noch. Der gilt noch. Jawohl, der gilt noch. Heide, nein. Eieiei, war das spannend. Boah, war das knapp. Boah, in der letzten Sekunde hat aber Team Lila den Sieg geholt. Sehr gut, 20 Punkte für euch. Damit gehen 20 Punkte auf das Konto von Nürnberg. Nach Frankfurt geht nichts, aber wir spielen noch ein paar Runden weiter. Und für die nächste Frage reisen wir ins Weltall. So, ihr seht das hier, ist die Milchstraße. Und in diesem Weltall, da werden wir auch die nächste Frage finden. Die hat natürlich was mit Outer Space zu tun. Die letzte Möglichkeit für euch, den Booster zu verwenden. Die letzte Möglichkeit, nochmal Punkte zu machen, bevor wir in The Split gehen. Die Frage lautet wie folgt. Was gelang im letzten Jahr mit Hilfe einer unbemannten chinesischen Raumsonde erstmals seit 44 Jahren wieder? A. Ein schwarzes Loch zu fotografieren. B. Den Mars zu umkreisen. Oder C. Mondgestein zur Erde zu bringen. A, B oder C. 10 Sekunden Zeit ab jetzt. Genau, Team Gelb aus Weimar. Genau richtig gemacht, Jonathan. Eure letzte Möglichkeit, den einzusetzen. Antworten einloggen. Alles dabei, ne? Ja, alles dabei. Würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal, ob der Booster sich gelohnt hat. Schauen wir mal, ob der Booster sich gelohnt hat. Die Weimaraner haben auf C gesetzt, B, den Mars umkreisen, sagen Hildesheim und Frankfurt, A, die Nürnberger entscheiden sich für das schwarze Loch. Ich zeige es euch einfach auf einem Foto, das seht ihr jetzt. Das ist Mondgestein, richtig ist tatsächlich Antwort C. Auch wenn es so ein bisschen aussieht wie mein letzter Versuch, Brownies zu backen. Das ist tatsächlich Mondgestein. Forscherinnen und Forscher nehmen das dann und untersuchen Vulkanaktivitäten, die es auf dem Mond irgendwann mal gab und können dann natürlich Rückschlüsse ziehen auf die Geschichte des Mondes und natürlich auch auf den Einfluss des Mondes auf die Erde. Ganz, ganz spannende Sache. Absolut. Richtig liegt also nur unser Team aus Weimar. Ihr habt den Booster gesetzt. Das bringt euch wie viele Punkte auf euer Konto? 10, denn 5 Leute wussten das. Wir verdoppeln das. Und das ist doch schon super für die Weimarer. Sehr gut. Auf jeden Fall. Ihr Lieben, das war unsere Vorrunde. Jetzt geht's gleich in unser Finale hier der Wochenshow. Und davor schauen wir uns aber mal eure gesamten Punkte an, mit was ihr jetzt weiterspielt. Hildesheim, Team Pink, 90 Punkte auf dem Konto. Frankfurt, Team Blau, 81 Punkte auf dem Konto. Und Team Gelb aus Weimar, 92 Punkte. Und Team Lila aus Nürnberg mit 83 Punkten ordentlich wieder aufgeholt. Das ist alles sehr, sehr ausgeglichen. Das wird richtig spannend, wenn wir jetzt in unser Finale starten. Wir starten nämlich jetzt zu The Split. Ach, mach das Spaß. Bei The Split geht es darum, dass ihr eure Punkte jetzt weise und taktisch einsetzt. Genau, ihr müsst eure Punkte verteilen. Wir werden euch wieder Fragen stellen. Es gibt wieder 3 Antwortmöglichkeiten. Es ist an euch, ob ihr eure Punkte auf 1, 2 oder 3 Antwortmöglichkeiten verteilt. Wichtig ist nur Folgendes. Die Punkte, die auf falschen Antwortmöglichkeiten sitzen, die sind dann verloren. Und die Klasse, die die wenigsten Punkte auf die richtige Antwort setzt, ist dann raus. Ihr müsst also gut und taktisch klug mit euren erarbeiteten Punkten arbeiten.
Ihr habt eine Beratungszeit mit euren Klassen, wenn wir euch die Frage und die drei Antwortmöglichkeiten genannt haben. Und danach gibt es 30 Sekunden, in denen die erste Reihe die Punkte auf die Antwortmöglichkeiten verteilen kann. So funktioniert der Split. Wir kommen zur ersten Frage. Ich möchte von euch wissen, welches Volk aus dem heutigen Schleswig-Holstein wanderte im frühen Mittelalter nach Britannien aus? Waren es A, die Kescher, B, die Angeln oder C, die Harpunen? Ihr habt jetzt Zeit, euch zu beraten. Kommt in den Klassen zusammen und überlegt, was die richtige Antwort sein könnte. Und falls ihr euch nicht sicher seid, vielleicht auch, wie ihr gut eure Punkte so verteilen könnt, dass ihr noch Chancen habt, in die nächste Runde zu kommen. Und damit ist eure Beratungszeit zu Ende. Beratungszeit ist vorbei. Alle wieder hinsetzen und wir starten den Countdown. Ihr habt jetzt 30 Sekunden, die Punkte zu verteilen. Ab jetzt. Die Massen könnt ihr in der ersten Reihe auch gerne wieder absetzen. Verteilt die Punkte so, dass ihr die größtmögliche Chance habt, in die nächste Runde des Split einzuziehen. Vorbei. England wird übersetzt auch Land der Angeln genannt. Denn im 5. Jahrhundert, zur Zeit der Völkerwanderung, wanderte das Volk Angeln aus Schleswig-Holstein zusammen mit den Sachsen nach Britannien. Vielleicht habt ihr das Wort Anglo-Sachsen auch schon mal gehört. Dort jedenfalls haben sie Königsreiche gebildet. Und daher ist Antwort B richtig, die Angeln. Jetzt haben wir einen ganz besonderen Fall. Denn wir prüfen jetzt, wer wie viele Punkte auf die richtige Antwort gesetzt hat. Und allein das zählt, um in die nächste Runde des Split zu kommen. In dieser Runde haben zwei Klassen exakt gleich viele Punkte auf die richtige Antwort auf B, die Angeln, gesetzt. Das heißt, dass an dieser Stelle zwei Klassen in die nächste Runde weiterkommen. Zum einen Frankfurt, Team Blau! Und außerdem Lila aus Nürnberg! Beide ziehen mit 81 Punkten in die nächste Runde des Split. Ihr könnt schon mal durchatmen. Zwei Klassen müssen jetzt noch gespannt sein. Für eine Klasse geht es jetzt nach Hause. Eine Klasse qualifiziert sich für die nächste Runde des Split. Diese eine Klasse hat die Farbe Gelb, Team Weimar-Freiburg! 75 Punkte habt ihr auf die richtige Antwort gesetzt. Und deshalb müssen wir uns an dieser Stelle leider, leider von unserem Team Pink aus Hildesheim verabschieden. Großen Applaus, ihr habt großartig gespielt. Die Robert-Bosch-Gesamtschule aus Hildesheim, ihr habt so toll gespielt. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke euch. So, und mit einem Punktestand von 81 Punkten bei Frankfurt, 81 Punkten in Nürnberg und 75 Punkten in Weimar gehen wir in die nächste Runde. Wir spielen weiter The Split.
Die zweite Frage lautet: Welches Tier kommt weltweit nur in einem kleinen Gebiet im Südschwarzwald vor? Ist das A, der bis zu 60 cm lange badische Riesenregenwurm? Oder B, der rund 250 Gramm schwere badische Riesenkäfer? Oder C, der knapp 90 cm große badische Riesenuhu? Ihr habt jetzt Zeit, euch mit eurer Klasse zu beraten. Setzt bitte eure Masken dafür wieder auf. Welches Tier kommt weltweit nur in einem kleinen Gebiet im Südschwarzwald vor? A, der bis zu 60 cm lange badische Riesenregenwurm. B, der rund 250 Gramm schwere badische Riesenkäfer. Oder C, der knapp 90 cm lange badische Riesenuhu. Beratungszeit ist vorbei. Wir starten den 30-sekündigen Countdown, in dem ihr eure Punkte setzen könnt. Jetzt. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, dann verteilt taktisch klug. Ihr liegt, was die Punkte angeht, sehr nah beieinander. Es kommt jetzt wirklich drauf an, was ihr daraus macht, wie ihr die Punkte verteilt. 10 Sekunden bleiben euch zum Verteilen der Punkte. Ihr könnt auch wieder die Masken absetzen. Ich verrate euch jetzt, wie die richtige Antwort lautet. Und dafür zeige ich euch ein Foto. Das da ist tatsächlich der badische Riesenregenwurm. Richtig ist Antwort A. Es ist einer der größten Regenwürmer Europas. Er wiegt bis zu 30 Gramm und buddelt sich bis zu 2,5 Meter tief in die Erde. Klingt unwahrscheinlich, aber ist die richtige Lösung. Das Team, das am meisten Punkte auf die richtige Antwort gesetzt hat, kommt aus Frankfurt! Team Blau hat nicht viele Punkte, aber immerhin 4 auf A gesetzt. Es ist denkbar knapp. Aber nur ein Team kommt mit einer sehr geringen gesetzten Punktzahl jetzt in die nächste und wahrscheinlich letzte Runde des Split für heute. Das Team, das weiter mitspielen darf, kommt aus Nürnberg! Mit 2 Punkten, die ihr auf den Riesenregenwurm gesetzt habt. Verdammt knapp. Wenig drauf gesetzt, aber ihr seht, das reicht für die nächste Runde Split. Wir sagen Danke an das Goethe-Gymnasium Weimar. Es war ganz, ganz knapp hinten raus. Hat riesen Spaß gemacht mit euch. Großen Applaus. Macht's gut. Danke an Team Gelb. Wow. Team Blau aus Frankfurt, Björn und Julius, geht mit 4 Punkten in die dritte Runde des Split. Und 2 Punkte sind auf dem Konto von Nürnberg Team Lila, was die nächste Runde enorm spannend macht. Ja, wahnsinnig spannend. Wir tauchen ab. Ganz, ganz tief unter Wasser. Und unter Wasser ist ja vieles anders. Das ist sicherlich auch schon mal gemerkt, wenn ihr tauchen wart. Man hört auch ganz anders. Und darum geht es bei der nächsten Frage. Beim Tauchen kann man nicht hören, aus welcher Richtung ein Ton kommt, weil der Schall unter Wasser A. langsamer ist, B. schneller ist oder C. zu sehr gestreut ist. Beratet euch jetzt mit euren Klassen.
er ist auf jeden Fall schneller, aber ob es der Grund ist, wir müssen halt. Die Beratung ist zu Ende. Ihr habt 30 Sekunden, eure Punkte zu verteilen ab jetzt. Drei mögliche Antworten. 4 Punkte auf dem Konto von Frankfurt, 2 Punkte auf dem Konto von Nürnberg. Noch 15 Sekunden, euch zu überlegen, wie ihr diese Frage mit Punkten priorisieren wollt. Und die Zeit ist um. Ihr habt eure Punkte gesetzt. Und es ist ja so, wenn wir an Land sind, können wir relativ schnell erkennen, von wo ein Ton kommt. Wenn Tobi also spricht, weiß ich gleich, er steht links von mir. Unter Wasser können wir das nicht, können nicht so richtig erkennen, aus welcher Richtung der Schall kommt. Denn der Schall ist unter Wasser so schnell, dass unser Gehirn das nicht so richtig erkennen kann. Er ist nämlich insgesamt 4-mal so schnell wie an Land. Nur ein Team hat die Frage so beantwortet, so Punkte verteilt, dass die richtige Antwort getroffen wurde und das Ticket ins Superfinale in dieser dritten Runde des Split gelöst wurde. Die richtige Antwort auf diese Frage ist B. Und damit ist Frankfurt im Superfinale. Mit einem gesetzten Punkt gewinnt ihr das Ticket in unser Superfinale 2021. Hier ist euer Ticket ins Superfinale. Herzlichen Glückwunsch. Also wirklich, Heidenei. Knapper geht's schon gar nicht mehr. Vielen, vielen Dank an unsere Nürnberger Team Lila. Großen Applaus. Riesenapplaus von euch für euch. Und auch an unser Team Gelb aus Weimar. Lynn und Jonathan, super gespielt. Und auch unser Team Pink aus Hildesheim. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Morgen um 10 Uhr im Ersten spielen wir das Superfinale der besten Klasse Deutschlands 2021. Seid dabei oder seid ein faules Ei? Wir freuen uns sehr auf unsere Gäste. Marie Fischer, Bürger Lars Dietrich, Lisa und Lena in Action und natürlich Nico Santos. Ja, ich glaube, wir feiern hier noch ein bisschen. Wir sehen euch alle morgen. Macht's gut, bis dahin. Tschüssi. Tschüss.